Herzlich willkommen zurück zu Hard West mit Arezu. Ich bin Arezu und wir spielen weiter Solomon Delir und versuchen den Westen vom Wahnsinn zu befreien. Was nicht einfach wird, weil der Wahnsinn zum Wilden Westen gehört. So, geh ins Labor, um die Daten zu analysieren. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. So, mir wurde gesagt, ich soll beim Vorlesen ein klein bisschen langsamer sprechen, weil ich immer durchhetze. Also versuche ich das. Solomon blieb in Trümmercliffs altem Labor. Er fühlte sich darin inzwischen wie zu Hause. Solomon begann seine Forschungsarbeit oder die Anleitung wiederholen oder Solomon analysierte die Namen, die Daten. Verdammt nochmal. Ja, ich komme mit dem Namen Solomon nicht wirklich klar und dann springe ich hier rüber zu dem Rest und fahre den auch noch. Also, Solomon analysierte die Daten. Machen wir. Die Unterlagen zeigten ein klares Muster. Wenn Patienten ins Irrenhaus kamen, ging es ihnen üblicherweise bald besser und sie gingen wieder heim. Dort verschlimmerten sich jedoch ihre Symptome und sie kehrten kranker als zuvor zurück. Trümmercliff schien es genauso gegangen zu sein. Die Sache war höchst ungewöhnlich. Vater Gilmore war entschlossen herauszufinden, ob noch andere Teile des Landes von der Seuche betroffen waren. Fortsetzen und geht zur Ort wurde hinzugefügt, Eisenbahnstation, Sumpf, Ranch, Hütte des Seers. Nicht Hüte. Auch als Entschuldigung fürs Verlesen, ich bin total übermüdet gerade. Aber ich konnte nicht schlafen, deswegen habe ich mich entschlossen, ein bisschen aufzunehmen. Geht zur Eisenbahnstation, um mehr über die Wahnsinnsepidemie herauszufinden. Ja, stimmt, da war der ja und hat Angebote zu heilen, ne? Nee, Moment, das. Nee, der entgleiste Zug war das nicht. Stimmt, da war ein Arzt. Und wir wollen ja jetzt eher zu diesem Vater Gilmore, ne? Eisenbahnstation. Hängt die hier hinten rum? Ja, da. Ist logisch, einfach den Schienen folgen. Telegrafenstation. Solomon fand eine verlassene Telegrafenstation und ein Eisenbahndepot. Überall lagen amtliche und private Dokumente verstreut. Solomon vermutete, dass er sich hier einen wahren Schatz an Informationen vor sich hatte. Manche mochten sogar Hinweise darauf enthalten, wie weit sich der Wahnsinn ausgebreitet hatte. Hier habe ich mich eben verlesen. Tut mir leid. Solomon begann mit den Nachforschungen. Während Solomon alles las, was er in die Finger bekam, bewachten die Persons die Telegrafenstation. Die erste Runde Dokumente, die er sich vornahm, war wertlos, aber Solomon las weiter. Kein Hinweis sollte ihm entgehen. Er hoffte, Turners Leute würden ihm bei all seinem Eifer nicht zuvorkommen. Er vertiefte sich weiter in seine Nachforschung und das führt zu einem Kampf. Okay. Dieses Unterfangen dauerte mehrere Tage und war frustrierend ohne Ende. Oft dachte Solomon daran, einfach zu gehen. In keinem der Briefe aus benachbarten Staaten wurde die Epidemie erwähnt. Solomon hatte das Gefühl, dass er etwas Wichtiges übersah. Er war erschöpft, machte aber weiter und las bis tief in die Nacht. Fortsetzen und jetzt haben wir Kampfvorbereitung. So, wir haben in letzter Zeit keinen Person verloren, deswegen sind noch alle da. Also so, wie sie sein soll. Erhöht maximale Gesundheit. Geben wir das jemandem? Ja, okay, C-Persons ist der Einzige, der kann. Dann hier, nimm. Heiliges Amulett, goldenes Kruzifix von einem hervorragenden Goldschmied. Plus Max Glück. Wo war das her? Und Trümmercliffs Aufzeichnung. Zusätzliches Glück wäre wahrscheinlich bei A-Persons ganz gut, weil der ja ganz vorne rumläuft. Ja, der bekommt das heilige... Oh, nee, das heilige Amulett ist so zu tragen. Ah, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll. Ja, dann geben wir das doch lieber Delir. Und Kartenmenü öffnen. Haben wir Karten? Oh, tatsächlich. Die Herzdame. Fähigkeit Verkleidung. In der Vorbereitungsphase wirst du von den Gegnern ignoriert. Das ist cool. Was haben wir denn hier so alles? Den Joker, das Kreuz Ass, Karo König, also König 10, König Ass. Eine Dame würde uns ein Straight bringen.
Blattbonus plus 1 GP pro Runde. Das ist cool. Haben wir sonst noch was? Wir haben hier eine neue Fähigkeit Kannibale. Die ist auch cool. Wenn wir das Ass rausnehmen würden... Moment, das ist Fähigkeit Verhexung. Deine Schüsse füllen das Glück der Gegner nicht wieder auf und Gegner in der Nähe verlieren ständig Glück. Ist eigentlich ganz gut, wenn das jemand hat, der vorne ist. Ich habe nur überlegt, dann könnte man hier eventuell das austauschen durch die neuen. Also das Ast durch die neuen austauschen. Und hätte dann trotzdem noch die Straße. Hier hätten wir die Kreuzdame, Fähigkeit Kreischen. Die Verkleidung ist besser bei jemandem, der vorne ist. Oh, was haben wir hier noch? Pik Ass. Fähigkeit Gebet, aktiv, erfordert 25 Glück, gewährt zufällige mächtige Boni. Hm. Das geben wir. Wem geben wir's? Erst einmal Kannibale würde ich wirklich. Also ich würde wirklich gerne Kannibale hier hingeben. Allerdings. Okay, das hier geben wir doch unserem Scharfschützen dann. Das war da, glaube ich, der hier. Wenn ich mal das Equipment sehen könnte. Wenn ich schließen mache, dann komme ich hoffentlich nicht direkt. Nee, okay. Wo ist unser Scharfschütze? Das hier. B Persons ist unser Scharfschütze. Gut. Und dann hat der jetzt das Ass mit drin. Wir packen mal den König nach hier hinten. Dann, uppala. Wo ist jetzt die Dame? Da. Hier haben wir die Dame. Verkleidung. Einen Buben haben wir nicht. Hier haben wir die 10 und die 9. So, da haben wir die Straße wieder. Wunderbar. Jetzt haben wir hier das Ass und hier noch ein Ass, gewährt zufällige mächtige Boni. So, dann haben wir hier schon mal das Paar. Plus Bewegung beim Scharfschützen ist nicht unbedingt das Beste, aber es geht. Also ist es nicht schlecht. Und hier haben wir die Herzen und die Kreuzdame. Ne, okay, das kann ich nicht mehr sinnvoll kombinieren. Okay, dann reicht uns das so. Und weiter zum Kampf. Solomons Ermittlungen über die Wahnsinnsepidemie führten ihn zu einem Eisenbahndepot und einer Telegrafenstation. Tagelang las er sich durch die Protokolle. Dann wurde seine Gruppe angegriffen. Solomon found himself in a maze of trains and stations. The scattered notes he'd found rearranged themselves into a giant telegraph hub. The Pinkertons stared at him with hollow eyes. Listless and lethargic. When he finally heard Trimmer Cliff's voice telling him to find his answers, Delir realized he was dreaming. Oh, okay, wir träumen von einem Kampf, wie es aussieht. Eventuell drehen wir jetzt auch langsam durch. Okay, hier oben können wir nicht wirklich hin. Also, wir haben hier keinen richtigen zweiten Stock. Wo haben wir denn nicht B Pearsons, sondern C Pearsons? Will ich hier ans Fenster stellen. Okay, bisher ist nichts da. Delir senden wir nach hier hin. Und B Pearsons geht hier hin. Damit stehen alle an einem Fenster. Und wir können theoretisch reagieren. Eventuell. Wollen wir das Gebet direkt ausprobieren? Ja, ne? Bete um zufällige mächtige Boni. Gesegnete Sicht. Wo sehen wir jetzt, was es genau gebracht hat? Charakterübersicht mit I. Gesegnete Sicht. Diese Person wurde mit verbesserter Sicht gesegnet, plus 12 Sicht, noch 2 Runden. Also hält so lange an, wie das Gebet Abklingzeit hat. Okay, da haben wir schon mal 2 Leute. A. Pearsons könnten wir theoretisch raussenden. Das heißt, wir bringen Delir hier an die Tür mit ran. Und A. Pearsons geht raus. Erst einmal hier hin. Wir sehen hier noch nichts.
glaube, wir bleiben hier erstmal in der halben Deckung. Und beenden den Zug. Und schon können wir weitergehen. Dann können wir hier mal reingucken. Hallo Leute. Albtraum des Wahnsinns. Okay. Der hat volle Deckung? Wieso hat der volle Deckung? Da haut doch was nicht hin. Achso, doch, das ist der da, aber... trotzdem eine Trefferchance. Hier, der hat keine Deckung. Bei der vollen Deckung macht man ja auch noch weniger Schaden. Das will ich gerade nicht. B-Pearsons. Wir können den hierhin eventuell bringen, aber... Ne, Moment, jetzt bringen wir ihn erstmal hierhin. So. C-Pearsons könnten wir auch mit rausholen. Das ist auch eher ein Frontkämpfer. Den senden wir erst einmal hier hin und im nächsten Zug. Uppala, jetzt habe ich aus Versehen die Waffe gewechselt. Und im nächsten Zug darf er dann rauslaufen. Ah, wenn die Waffe jetzt so ist, ist auch egal. Oh, verdammt, er umgeht. Oh Gott, er schießt rein. Das ist A. Oh, daneben. Ja, klar. Glückssystem. Vergesse ich immer mal wieder. Okay, dann geht A. Pearsons jetzt hier hin. Was tust du? Au! Okay, B. Pearsons hat da nicht so eine gute Chance. Gehen wir einfach mal hier hin. Warum haben die eigentlich einen Reflexschuss? Ich will auch einen Reflexschuss haben. Und warum lebt er noch? Das gefällt mir auch nicht. Okay, dann gehen wir hier noch raus. Ja, du bleibst da. Der heilt sich jetzt so langsam hoch. Das heißt, die anderen können wieder zurückgehen. Nein! Jetzt fange ich schon wieder an, mich dauernd zu verklicken. Ich habe ja schon gesagt, bin ein bisschen müde. Da passiert das dann noch häufiger. Und wenn ich wach bin, passiert schon häufig genug. Okay, dann lädst du mal bitte nach. Ist jetzt wieder direkt eine Nachladerunde. Das kennen ja Leute, die XCOM rein bei mir gesehen haben, schon. So. Wobei wir in diesem Falle hier natürlich auch noch Leben regenerieren, was auch sehr schön ist. Aber ich denke, wir können hier schon mal nach vorne gehen. So ein bisschen. Nicht zu doll. Wir gehen langsam nach vorne, damit wir Gegner direkt sehen, bevor sie... Oh. Wir haben nicht so viele Runden. Fällt mir gerade auf, das ist schlecht. Okay, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und da sehe ich Gegner. Ein Gegner weniger. Okay, dann B. Pearsons. Zieh mal bitte hier die Deckung hoch. Okay, theoretisch könnten wir ihn da hinsenden, aber das will ich noch nicht. Also wir müssen dorthin. Ja, da müssen wir uns ein klein bisschen aufteilen. C-Pearson. Oh, Moment. C-Pearson wollte ich da eigentlich hinsenden. Ah, jetzt habe ich C und B verwechselt. Hätten die vernünftige Namen, dann würde mir das nicht passieren. Also, vielleicht würde es mir dann nicht passieren. Wahrscheinlich würde es mir trotzdem passieren. So. Ja, und weiter geht's. Okay, hier gehen wir hin, dann können wir reinschießen. Das war jetzt nicht so erfolgreich wie gehofft.
Hier könnten wir... Oh, mit einer 0%igen Trefferchance. Vielleicht kriegen wir... Oh, wir kriegen 29 mit dem Wechsel. Ist mir aber immer noch nicht genug. Okay, wir bringen Pearsons hier hin und gucken. Keine Gegner, okay. Dann laufen wir bis hier hin und sehen immer noch keine Gegner. Gut. Dann darf Delir mit hinrennen. Du gehst mal hier hin und da haben wir eine Trefferchance von 49. Mit dem Gewehr hätten wir immerhin 97. 57, Entschuldigung. Ach Gott. Ich hab's echt nicht mit Zahlen. Also mit dem Vorlesen von Zahlen. Daneben, okay. So, die hier können wir direkt mit B. Pearsons erledigen, nachdem wir hier nachgeladen haben. Und mit der anderen Waffe. So. Oh, das ist aber eine geringe Chance. Moment, wechseln wir nochmal. Immer noch so gering. So, erledigt. Gehen wir hier hin. Oh Gott, da sind Gegner. Okay, den da muss ich auch erledigen, sonst habe ich ein kleines Problem hier. Und ich darf den nicht erledigen, das ist doof. Ja, hier komme ich nicht rechtzeitig hin. Mit einem Querschläger kann ich hier auch nichts erreichen. Dann laden wir hier einfach mal nach. Eventuell verlieren wir da jetzt einen Pearsons, was nicht schön ist. Was bringt das doch gleich? Erhöht das maximale Glück. Füllt Gesundheit vollständig auf. Das bringt uns beiden beides jetzt nicht wirklich was. Aua! Und... Okay, da hat uns das Glückssystem gerettet. Wie so oft. Okay. Kreischen bringt uns nichts. Schnapsflasche bringt uns nichts. Tabak bringt uns nichts. Da hätten wir die halbe Deckung und könnten seine Deckung nicht umgehen. Das ist nicht ausreichend. Okay, wenn wir Delir hier hinsenden, dürfte der keine Deckung haben. Ach, wir haben trotzdem nur eine geringe Chance, weil Delir eben generell eine geringe Chance hat. Aber es reicht. Sehr schön. Ich überlege, ob wir hier wirklich so vorstoßen sollten. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin, um die Aufzeichnung zu holen. Deswegen würde ich sagen, laufen wir erst einmal hier hin. Wir ignorieren die da hinten einfach erstmal. Okay, dann gehst du hier hin. Und lädst einmal nach. So, was machst du? Das Beste wäre, wenn du in eine volle Deckung gehen würdest. Aber davon haben wir so wenige hier. Ja, ich meine, hier hat nur direkt einer. Ja. Erhöht die maximale Gesundheit. Das bringt uns nichts. Wir müssen die Gesundheit erhöhen, nicht die maximale Gesundheit. Okay, wir gehen mal hier hin. 29% Chance. Das ist zu wenig. Dann nachladen. Wäre besser gewesen, wenn wir einen Schritt weiter gegangen wären. Dann hätte man hier nicht auf ihn schießen können. Okay, daneben. Gut, noch lebt er. Oh, das ist ja auch gefährlich gewesen. Da sollten wir die goldene Kugel benutzen mal. Um den da zu erledigen. Moment, mit einem präzisen Schuss. Oh, kriegen wir den auch so. Na, dann machen wir den präzisen Schuss lieber, ne? Und das reicht nicht. Stimmt, der hat ja volle Deckung und das... Ah. Ja, manche Systeme sind etwas gewöhnungsbedürftig.
Da haben wir leider überhaupt keine Deckung. Wir müssen auf jeden Fall nach vorne. Wir rennen einfach durch. Mir fällt gerade auf, nur Solomon kann die Aufzeichnung sammeln. Das ist schlecht. Okay, dann können wir den auch wieder ein bisschen näher ranholen. Du gehst mal hier hin. Da haben wir zumindest Teilbedeckung und eventuell können wir auf den da schießen. Können wir nicht. Es sei denn, wir haben eine Querschlägermöglichkeit. Haben wir nicht. Okay, dann läufst du bitte wieder bis hier hin. Die Pearsons läuft hier hin. Daneben, wunderbar. Und damit sind wir schon wieder dran. Okay. Wir können hier. Oh, verdammt, das braucht zwei. Ah, warum braucht das direkt zwei? Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Okay, erst einmal laden wir hier nach. Damit fällt der präzise Schuss schon mal raus. Können nur auf den schießen. Mit dem anderen Gewehr haben wir immerhin eine 45%ige Chance. Yay! Ganz langsam kriegen wir einen Down. Okay, die Pearsons senden wir bis hier zu dieser Tür. Okay, wir haben da direkt einen Gegner. Das ist etwas problematisch. Dann senden wir Delir bis hierhin. Dann kann er den ausschalten, hoffentlich. Oder auch nicht. Okay, laufen wir hier hin. So, dann dürfte der nicht auf ihn schießen können. Daneben. Ha. Okay. Wir laden hier mal ein bisschen nach. Dann schießen wir den. So, die Pearsons können wir jetzt hierhin schicken. Da dürfte der ja keine Deckung haben. Und ist erledigt. Wunderbar. Delir darf hier einsammeln. It was clear to Delir now. The madness existed only within this region. Shroomercliff's voice urged him to find more clues. So, und gehen wir mal hier hin. Da dürften wir die Person noch nicht sehen. Querschläger können wir hier leider nicht machen. Wäre schon sinnvoll, dass man das hier machen könnte, ne? Oh, da hinten sind noch Gegner, das ist gefährlich. Okay, Delir senden wir direkt hier hin. Another mystery. Why did the asylum patients relapse after returning home? The solemn voice intoned that there were too many unknowns. Gut, wenn wir hier hingehen, dürfte die Person, die da ist, auf keinen Fall Deckung haben, ne? Ich meine, die Person steht hier direkt vor dem Schornstein. Also, oh Gott, das sind mehrere. Okay, ja, nehmen wir zuerst den da. Gut, der kann sich ja heilen. Das ist nicht so ein Problem dann. Die goldene Kugel wäre jetzt eventuell sinnvoll. Was ist mit dem da? Schaden 3. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel Schaden wir da brauchen. Aber das können wir ja feststellen, ne? Andererseits, der steht da friedlich hinten rum. Ich will den jetzt nicht aufschrecken und meinen Pearsons hier töten lassen. Nur weil das Spiel sagt, es hat überhaupt keine Konsequenzen, wenn sie sterben, heißt es ja nicht, dass wir das so handhaben müssen, ne? Wir versuchen, die am Leben zu lassen.
Okay, wir benutzen die goldene Kugel für die Dame da. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann hier A-Piercings noch benutzen können, um nach vorne zu laufen ohne Probleme. Und damit zu kämpfen. Damit wir hier rechtzeitig durch können. Hat keine Deckung, sehr schön. Oh! Ah, ich muss wirklich aufpassen, auf wen ich eigentlich schieße. Ich dachte, das wäre der da. Okay, Delir senden wir nach hier. Okay, noch eine Person, die aufgedeckt wurde. Die goldene Kugel ist jetzt hier nach links gerückt. Das finde ich merkwürdig. War doch vorher ganz außen. Können wir das hier noch nachladen gerade? Nee. Ist offenbar schon geladen. Dann laufen wir mal nach hier. Als Scharfschütze wäre hier oben auf dem Dach wunderbar positioniert eigentlich, aber da dürfen wir nicht hin. Hier will ich nicht mit C-Piercings hin, da wird er getötet. Hier. Okay, eventuell. Ja, gehen wir dahin. So, wo haben wir denn Delir? Der muss ein ganzes Stück laufen. Der muss jetzt fast durchgehend sprinten wahrscheinlich. Also ohne zu schießen. Immer rennen. So, du läufst hier hin. Schön bei Delir bleiben als Wächter, der selbst auch sich vom Kampfgeschehen etwas fernhalten sollte. Okay, gehen wir hier hin, dann dürften wir die Person dort erschießen können. Und diesmal ist es auch wirklich die Person, die ich erschießen möchte. Wunderbar. Du gehst. Das gibt keine Deckung. Das da gibt Deckung. Okay, dann gehst du dahin. Gut. Ich sehe gerade, wir sollten hier mal einen Cut machen. Sonst überziehe ich wieder. Also, ich hoffe, es hat bisher gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.